Doch die Botschaft aus Den Haag kommt auch in Leverkusen an. Obwohl Bayer versucht, gegenzusteuern, nach außen wie nach innen, berichtet ein Mitarbeiter. Es gibt eine Maßgabe, keine Kritik. Soweit ich weiß, hat auch innerbetrieblich auf offizieller Ebene gar keine Diskussion stattgefunden. Das führt zu Frust. In einem internen Rundschreiben heißt es: Vermeiden Sie Spekulationen und Kommentare zu der Übernahme oder den möglichen Auswirkungen sowohl gegenüber Ihren Kollegen als auch gegenüber externen Personen. Dies umfasst auch die sozialen Medien. Viele haben das als Maulkorb empfunden. Wir führen einen offenen Dialog zu allen Themen, mit allen Informationen, die verfügbar sind, für alle Beteiligten an einer Diskussion, solange die Information nicht vertraulichen Charakter hat. Immer. Bayers Name hat bislang einen besseren Ruf als der von Monsanto. Doch die Marke Bayer wird sich durch die Fusion verändern, wenn die Leverkusener auf dem Geschäftsfeld der Amerikaner weiter erfolgreich sein wollen. Bayer hat ja erzählt, dass nicht das böse Monsanto dann ist, sondern andere Geschäftspraktiken an den Tag legen will. Ich bezweifle das mal, weil gerade in Südamerika ist das zu sehen, dass die Geschäftspraktiken von Bayer und von Monsanto im Grunde genommen dieselben sind. Da gibt es keinen Unterschied. Chemie und Saatgut aus dem Labor für den Acker. Mit welchen Methoden wird Bayer sie künftig vermarkten? Und welche Rolle werden neue Technologien spielen? Versuchsfeld Brasilien, einer der wichtigsten Agrarmärkte der Welt. Jataí war ein kleiner, unbedeutender Flecken, 500 Kilometer südlich von Brasilia. Seit man hier Anfang der 90er Jahre im großen Stil Soja und Mais anbaut, ist die Stadt aufgeblüht. Dank modernster Technologie von Bayer und Monsanto sollen die Erträge noch weiter steigen. Ein kleines Team von Agrarexperten aus Sao Paulo reist übers Land, um im Auftrag der Farmer die Felder zu begutachten. Die Zukunft ist hier, steht auf ihrem Wagen. In wenigen Minuten haben sie die Fluggeräte zusammengebaut. Mit Drohnen fliegen sie über die gerade erst abgeernteten Maisfelder, auf der Suche nach Unkraut, das bekämpft werden muss. Was wie Spielzeug aussieht, ist Hightech mit hochauflösenden Kameras, automatisch gesteuert. Die größte Herausforderung ist der Start des Flugzeugs. Sind die beiden Drohnen erstmal in der Luft, müssen die Agrarexperten kaum noch eingreifen. Die Speicherkarten aus Flugzeug und Quadrocopter sind jetzt voll mit Bildern und Daten, die an die Firmenzentrale übertragen werden. Diese Drohne hier vermisst die Gesamtfläche des Feldes. Daher muss sie höher fliegen. Sie segelt. Der Quadrocopter fliegt niedriger. Die beiden ergänzen sich. In der Nachbearbeitung entsteht eine Karte, die die Erdoberfläche maßstabsgetreu abbildet. Mit Gittern von 3x3 Metern. Die Auswertung der Daten kann überall in der Welt geschehen. Zum Beispiel in St. Louis bei der Climate Corporation. Monsanto hat vor 3 Jahren diesen weltweit führenden Anbieter von Wetter- und Satellitendaten gekauft. Daten sind die Währung der Zukunft. Bayer und Monsanto versprechen sich gerade hier sehr viel von der Zusammenarbeit, erklärt der kaufmännische Leiter. Basierend auf unseren Daten können wir den Farmern detaillierte Zonenkarten ihrer Felder liefern. In den dunkelgrünen Bereichen haben wir eine höhere Produktivität. In den gelben und hellgrünen kann man die Aussaatmenge verringern, das spart Geld. In der Welt der Climate Corporation wird Landwirtschaft zu einer Art Computerspiel, das per Touchscreen bedient werden kann. Aus den Satellitendaten erkennt man, wo es großen Druck durch Unkräuter gibt. Hier lohnt es sich, entsprechend viel Roundup zu versprühen. Den größten Teil der Büroetage macht das Callcenter für Farmer aus. Sie können jederzeit hier anrufen, wenn irgendwas draußen auf dem Acker nicht klappt,
wenn die Welt da draußen und die Computerwelt nicht zusammenpassen. Der gläserne Bauer ist hier schon Realität. Genau so einen Monitor finden Sie in der Fahrerkabine vom Traktor. Er heißt 2020 Seed Sense. Er verbindet sich direkt mit dem Traktor und übermittelt die Daten auf das Tablet. Daten, Pflanzenschutzmittel und Saatgut. Alles von Monsanto und eng aufeinander abgestimmt. Zurück in Jataí in Brasilien. Hier draußen gibt es noch kein flächendeckendes Handynetz. Die in der Nacht aufbereiteten Daten aus den Drohnen werden per USB-Stick in den Bordcomputer übertragen. Ich habe die Karte auf meinen Monitor heruntergeladen. Hier in dem grünen Bereich muss ich nicht sprayen. In den anderen Bereichen schon. Jetzt ist alles bereit und ich kann anfangen. Wenn das Programm ganz ausgereift ist, kann jede Düse einzeln vom Bordcomputer ein- und ausgeschaltet werden, damit nur dort gesprüht wird, wo wirklich Unkraut wächst. Unkrautfreie Flächen werden verschont. So lässt sich der Einsatz von Pestiziden um bis zu 30% reduzieren, verspricht Bayer. Farmer Fabio Pazzinato setzt große Hoffnung auf die neuen Technologien. Doch er sieht auch die Grenzen. Dies ist eine Conisa, Unkraut. Es stammt nicht von hier, hat sich aber sehr gut an unsere Bedingungen angepasst. Es schützt dich mit den eigenen Blättern vor der Sonne und es ist so sehr widerstandsfähig. Leider auch gegen Glyphosat, so dass wir noch mehr Gift oder noch weitere Zusätze verwenden müssen, um es zu bekämpfen. Das Wundermittel Glyphosat, es hat wohl für viele Landwirte einen Teil seines Zaubers verloren, weil es immer uneffektiver wird. Was man in Brasilien sehen kann, aber auch in Argentinien sehen kann, ist, dass der Einsatz von Glyphosat massiv steigt. Während man in Europa vielleicht 1 Liter pro Hektar einsetzt, setzt man in diesen Ländern die 12-fache Menge von Glyphosat ein. Tendenz weiter steigend, weil man Probleme hat mit immer mehr resistenten Unkräutern, den sogenannten Superweeds, die sich auch von diesen Mengen nicht mehr beeindrucken lassen und tatsächlich die Sojafelder innerhalb von ein paar Jahren überwuchern, sodass diese Flächen einfach am Ende brachfallen. Lassen sich 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 wirklich nur so nach der Methode Bayer und Monsanto ernähren? Auch bei der Welternährungsorganisation FAO in Rom verfolgt man die Entwicklung in der Agrarindustrie mit Sorge. Auf einer internationalen Konferenz im Oktober 2017 befassen sich Experten aus der ganzen Welt mit den Themen Saatgut und Pestizide. Bei einer Veranstaltung zur Fusion von Bayer und Monsanto wird Kritik laut. Unser Report enthält eine Reihe von Empfehlungen. Erstens müssen wir diese großen Zusammenschlüsse von Konzernen auf der ganzen Welt genau beobachten und gegebenenfalls hier eingreifen. Wir müssen auf die Auswirkungen auf die Umwelt achten, auf die Aspekte der Lebensmittelsicherheit und auf das Einkommen der Produzenten. Die Welt zukünftig zu ernähren, eine Herausforderung, der nur die großen Konzerne gewachsen sind? Oder geht es vielmehr darum, die eigene Marktposition zu festigen und auszubauen? Es gibt eine ganze Reihe von sehr besorgniserregenden Aspekten. Man könnte sagen, die Bauern ernähren sich doch selbst. Sie betreiben lokalen Handel und sind nicht in die Weltwirtschaft integriert. Aber das ist nicht richtig. Diese großen Unternehmen haben großen politischen Einfluss in den jeweiligen Ländern. Sie bestimmen hier die Regeln. Zweitens haben die Bauern gar keine wirkliche Wahl beim Saatgut, beim Dünger und den Pestiziden. Sie sind gezwungen, das ganze Paket von den großen Konzernen zu kaufen, zu deren Bedingungen. Zum Gesamtpaket gehören vor allem die Pestizide, die Verkaufsrenner der Großkonzerne. Doch auch die FAO sieht die Kehrseite. Wir beobachten in der Tat eine weltweite Zunahme im Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und das sehen wir sehr kritisch, weil
Abhängigkeiten entstehen von Versorgern und weil auch oftmals mit dem übertriebenen Einsatz Resistenzen der Schaderreger entstehen, was wiederum zu neuen Abhängigkeiten führt und was durchaus schwierig wird für die Kleinbauern, dann nachhaltig zu produzieren. Trotzdem hat die EU entschieden, Glyphosat darf weitere 5 Jahre verwendet werden. Scheinbar bewertet die Kommission, aber auch die Mitgliedsländer und allen voran Deutschland sozusagen die Interessen der Chemieindustrie höher als die Interessen der Gesundheit und der Umwelt in Europa. Grünes Licht für Glyphosat. Doch was wird aus der Fusion? 30 Kartellbehörden in aller Welt haben darüber zu entscheiden. Die wichtigsten in Brüssel und in Washington. Yes. Beim Weltwirtschaftsforum im Januar in Davos spricht Bayer-Chef Baumann die Fusion bei US-Präsident Trump an. Wir arbeiten hart daran, Monsanto zu übernehmen, eine amerikanische Ikone. Wir machen gute Fortschritte und hoffen, dass wir die Transaktion im Frühjahr 2018 abschließen können. Während die amerikanischen Behörden noch zögern, hat die Wettbewerbskommission der EU entschieden, der Fusion zuzustimmen. Wir können die Genehmigung jetzt erteilen, weil das Unternehmen weitgehende Zugeständnisse gemacht hat, die unseren Wettbewerbsbedingungen genügen. Unter anderem muss Bayer sich von einer seiner Perlen, der Gemüsesaatproduktion im niederländischen Nonem, trennen. An solch klassischen Geschäftsfeldern scheint der Konzern ohnehin kaum noch interessiert. Der Konkurrent BASF wird diesen Bereich wahrscheinlich übernehmen. Tomaten, Gurken und anderes Gemüse konventionell gezüchtet. Darauf wird Bayer nicht mehr setzen, sondern auf Mais, Soja und Baumwolle. Ausgebracht auf riesigen Flächen mit Gentechnologie und Pflanzenschutzmitteln wie dem umstrittenen Glyphosat. Jetzt wird das Ganze wahrscheinlich genauso kommen, wie es viele befürchtet haben, dass ein neuer Multi auf dem Markt entsteht mit dem Segen der Europäischen Kommission. Und das ist ein schlechtes Signal. Traditionelle Landwirtschaft gegen Agrar-Hightech. Wie wird in Zukunft Nahrung produziert? Für Bauer Schmitz ist klar, für ihn ohne Produkte von Bayer und Monsanto. Anders als viele konventionelle Bauern bekämpft er das Unkraut weiterhin nicht mit Chemie, sondern mit einem mechanischen Rechen. Wenn ich jetzt den Geschäftsbericht von Bayer gelesen habe, dann träumt man davon, mit den Apps, die es da auf dem Handy von Bauern gibt, direkt die Informationen vom Acker zu bekommen und eigentlich sozusagen aus der Bayer-Zentrale zu steuern, was kommt denn da auf den Acker. Für meinen Betrieb undenkbar. Dann brauche ich ja nicht selbstständig Bauer zu sein. Also für mich ist es wichtig, Entscheidungen selber zu treffen, Risiken abzuwägen und auch aus einem ganz breiten Spektrum Methoden zu wählen, die ich anwende. Patente auf Saatgut und Tiere, der Einsatz von Gentechnologie und Pestiziden, dazu digitalisierte Felder, alles aus einer Hand. Wird sie wirklich kommen? Die neue Landwirtschaft nach den Regeln von Bayer und Monsanto?